Hallo, hier ist die Technik-Dela. Ich habe diese Folge in zwei Teile geteilt und hier hört ihr Teil 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren total seriösen Folge der Trenchcoat-Talkers. Mein Name ist Dela, bei mir ist der großartige Hendrian. Hallo Hendrian. Du solltest doch nicht meine Identität verraten. Bei uns ist außerdem eine weitere mysteriöse Gästin. Hallo, mysteriöse Gästin. Hallo, mysteriöse Gastgebende. Nein, Quatsch, ich bin's, Akali. Hallo, es ist schön, dass du wieder bei uns bist. Es ist schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Wir haben ja heute was ganz Besonderes vor. Wir wollen ja heute Gartenkataloge gucken. Und oh ja, Special, wuhu! Da stellt sich mir die Frage, warum möchtest du gerne unbedingt in einer Folge mit Gartenkatalogen dabei sein? Weil durch Kataloge blättern großartig ist und Grünzeug ist super. Macht mehr Grünzeug. Okay, na dann. Ja, die Älteren werden sich erinnern, es gab mal auf der Seite, die früher Twitter war, als das Leben noch schön war, hatte ich mal eine kurze Anwandlung und habe den Baldur-Gartenkatalog kommentiert live. Unvergessen Liebe für den Heckentrieb. Was halt original im Prinzip das Homer Simpson Gartenhecke-Meme war. In diesem Katalog mit einem echten Menschen. Leider habe ich ja meinen Twitter-Account gelöscht, deswegen gibt es diesen Thread nicht mehr. Aber das hat damals sehr viel Spaß gemacht und sehr für Erheiterung gesorgt. Und deswegen haben wir beschlossen, wir machen das jetzt wieder. Und da Baldur-Garten leider blöd sind, zumindest zu mir, hat nur der Hendrian einen Baldur-Garten-Katalog, ist das richtig? Nicht nur einen, sondern zwei. Warum hast du zwei? Mir haben sie auch keinen geliefert. Und noch viel blöder war der Online-Versandgärtner des geringsten Misstrauens aus dem Nachbardorf, weil bei denen war die Katalogbox leer geräubert. Ich habe den original klassischen Gartenkatalog und als Beilage einen Mini-Katalog mit Easy Plans. Gut. Was ist dein Easy Plan? Das werden wir im Laufe dieses Abends herausfinden. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ja, da ich, wie gesagt, den Baldur-Gartenkatalog nicht habe, habe ich mir dafür den Katalog von Gärtner Pitschke beschafft. Beziehungsweise dieser Katalog wurde mir zugeworfen und keiner weiß warum. Jonas war wohl irgendwann mal bei den Kunden. Woher die Adresse jetzt haben, die neue, weiß kein Mensch. Aber auf jeden Fall war ein Gartenkatalog in meinem Briefkasten und ich dachte, wir nutzen das. Und Anne, was hast du alles? Es ist auf gar keinen Fall eskaliert. Da ja weder Baldur Garten noch Gärtner Pötschke hierhin liefern wollten, also ihre Kataloge und wie gesagt bei Pötschke an der Hauptverwaltung auch die Katalogbox schon leer geräubert war, bin ich einfach ein Dorf weitergefahren zum nächsten Gärtnerbetrieb des geringsten Misstrauens. Wir haben also Pflanz dir was von Zeldas Toni in Meerbusch, die grüne Vielfalt in der Herbst- und in der Frühlingsvariante. Die kam zusammen mit dem wunderschönen Special Mein Paradies, Wissen, Wühlen, Wachsen, Kids, rein ins grüne Vergnügen. Und wir wären ja nicht der nordrhein-westfälische Speckgürtel und die Ecke mit den meisten Millionären, wenn wir nicht auch noch Premium Planters hätten, zusammen mit Garpa, Gartenakzente und Accessoires. Ah, nett. Der Antikapitalist in mir hat gerade gebrochen. Ja, ich habe heimlich schon mal einen Blick in den eingeworfen. Der günstigste Kübel, den ich fand, war im mittleren dreistelligen Bereich. Okay. Wir sprechen hier von Blumentöpfen, oder? Ja, oder zum Reinkotzen, also, ne? Ja, die Frage ist, hat es ein Loch unten oder nicht? Es gibt den Anbohr-Service.
Den Angorsaurus? Nicht zu verwechseln mit Blippi-Toys, was für die Ohren. Nein, den Anbohrservice, damit du nicht versehentlich deinen sündhaft teuren Kübel beschädigst. Ich finde das schön, dass noch niemand Hallöchen zum Thema Anbohrservice gesagt hat, aber okay. Hallöchen. Dazu hätte ich noch die Gapa-Lieblingsstücke. Hallöchen. Hallöchen. Ja, wer möchte denn anfangen? Und wie wollen wir überhaupt vorgehen? Ich habe keine Ahnung. Mir wurde nur gesagt, sei um die passende Uhrzeit hier. Blättern wir einfach durch und schreien, wenn wir irgendwas Lustiges sehen? Oder macht jeder nacheinander? Also ich würde sagen, die Gastgeberin fängt an, weil du hast zumindest eine Ahnung von diesem Konzept. Und wir saugen das entsprechend auf und ergänzen sinnerfassend, oder? Das ist eine witzige Vorstellung, dass ich ein Konzept hätte, aber okay, wir können das gerne tun. Ja, mein Katalog fängt an mit den 5 goldenen Regeln für die Staudenpflege. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja nicht talentiert für alles, was Blümchengedöns ist. Ich möchte an dieser Stelle meinen Vater zitieren, die gottverdammte Fotzenblume. Bei mir ist also quasi der Schwerpunkt auf Dingen, die essbar sind, oder anderweitig konsumierbar. Ja, essbar ist ja erstmal alles. Ja, die Frage ist, wie oft? Legst du Wert auf Mehrfachverzehrbarkeit? Nein, also anders. Ich möchte 2 Kategorien. Ich möchte Dinge, die ich mehrfach verzehren kann und Dinge, die ich anderen Leuten einmalig servieren muss. Ist das eine Kategorie, mit der du arbeiten kannst? Ja, absolut. Haben wir denn eine Meinung zu Lavendel? In welcher Darreichungsform? Zum Essen, nein. Ja, so generell, weil es sagen ja alle, das Zeug wäre voll gut gegen irgendwelches böses Viehgezeug. Tatsächlich bin offensichtlich ich dieses böse Viehgezeug, weil ich rieche Lavendel und laufe schreiend davon. Das passiert mir nicht. Diese angeblich etwas beruhigende Wirkung, die ihm zugeschrieben wird, kann ich nicht bestätigen. Ja, aber du bist ja auch ruhig. Ja. Sagen viele so. Ansonsten, ja, Lavendel nehme ich gerne einfach so hin. Mhm. Es gibt auch schöne Darreichungsformen von Lavendel. Als Beispiel den Mainzer Hauptbahnhof. Die haben große Blumenrabatten dort. Und die sind einfach komplett voll lavendelt. Okay. Das sieht richtig schön aus im Sommer. Alles mögliche Viehzeug summt darum. Das ist hübsch. Mir selber den irgendwo hinsetzen würde ich, glaube ich, nicht. Mhm. Dafür hat er mir zu wenig... Oh, zu wenig Sinn klingt doof, weil ich mag ja auch Zierpflanzen, so ist es ja nicht. Aber hittet nicht den Spot. Ja, okay, ich verstehe. Ich habe hier einen sehr hübschen... ich sehe gerade, das funktioniert nicht, dass ich euch Dinge in die Kamera zeige, aber egal. Einen sehr lustigen lila-weißen Farn. Ja, Dino in mir ist begeistert. Es ist fantastisch. Genau. Ja, ansonsten lustige Dinge, die aussehen, als wären sie Salat, die aber wahrscheinlich nicht essbar sind. Sehr viele lustige. Eine Eierpflanze. Warum? Warum gibt es Eierpflanzen? Das bringt mich auf die Idee, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Okay. Also es fängt ja schon damit an, dass, wenn wir jetzt wirklich in der Pflanzabteilung unterwegs sind, mir der erste Katalog alleine schon 12 verschiedene Unterkategorien nur für seine Pflanzen bietet, auf schlappen 200 Seiten. Mhm. Das wird dann ergänzt durch Wissenswertes. Und alleine 50 Seiten sind Wildobst und Obst und andere Dinge, die man essen kann. Ich stelle fest, wir gehen vom Rand zum Beet. Also es beginnt mit Laubsträuchern, Laubbäumen, Immergrüne und Rhododendren oder wie mein Opa sagen würde, Orthodendrien. Nadelgehölze, Hecken, Bodendecker, Rosen, Kletterpflanzen. Staudenbambusgräser, zu unterscheiden von Farnen und Wasserpflanzen. Dann kommt Wildobst, Bauernobst, Beerenobst, normales Obst, Wissenswertes und Register. Ich habe nur Jemös und Blümmelscher zu bieten. Ja. Und die Kategorie Stauden wird noch unter Rabattenstauden, Polsterstauden und Stauden unterteilt.
Kriegt man auch 25% Rabatten auf Tiernahrung? Nee, auf alles, außer Tiernahrung. Dann möchte ich es nicht. Ich habe hier eine sehr hübsche, lila, weiß gemusterte Blume gefunden. Ein sogenannter Oxford-Storchschnabel. Ist wohl, oder Blüte von Mai bis September. Aber da steht nirgendwo dabei, wie man die, wann man die kaufen muss, damit man die einpflanzen kann, rechtzeitig, oder? Ja, sehr putzig. Auf jeden Fall kosten sie 4,99 € im Dreierpack. Gerade mal ja. Easy Plant aufgeschlagen. Ja. Ich glaube, das Rätsels Lösung ist einfach, dass Easy Plant direkt Jungpflanzen verschickt. Aber nicht nur Jungpflanzen in 1A-Qualität, sondern Jungpflanzen in 1A-Qualität mit extra großem Wurzelballen bei Jumbo-Jungpflanzen. Okay, ich nehme an, Jumbo-Jungpflanzen sind so Sachen wie diese lustigen Elefanten. Nee, die sind einfach schon ein bisschen größer und haben vielleicht schon Blüten. Ach so. Und spannenderweise habe ich das Gefühl, die Hälfte dieses Kataloges sind ausschließlich Petunien. Okay. Naja, gut, macht aber Sinn, da gibt es halt auch 1000 Züchtungen, ne? Ja, eben. Das sieht aus wie Feuersalbei. Oh, nett. Also, bei Essbaren, neben dem Muffinrezept für Blaubeermuffins neben der Blaubeerpflanze, findet man unter dem Feigenbaum, wuchs aufrecht, ausladend bis 3 Meter, Laub gelappt, groß, Herbstlaub, gelb, wärmeliebend, geschützter Standort. Auch noch den Hinweis, interessant. Der Feigenbaum hat nicht nur köstliche Früchte, der sehr alte und seinerzeit heilige Baum steht auch für Fruchtbarkeit und Überfluss. Zudem geben ihm die Bedeutung Paradies und Lebenskraft eine Symbolik, die ihn als Geschenk sehr beliebt machen. In der bildenden Kunst wurden Feigenblätter zur schamhaften Verdeckung von Körperteilen nackter Personen verwendet. Wir kennen alle das aus alten Bildnissen von Adam und Eva, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis genascht hatten, Adams mit einem Feigenblatt bedeckt war. Daneben gibt es den Hinweis, damit man diese Erkenntnis auch schnell wieder vergisst, Brombeerlikör. Man nehme 300 Gramm Brombeeren, 300 Gramm Kandiszucker, eine Vanilleschote und 500 Milliliter Schnaps, zum Beispiel Kornbranntwein. Machst du mir bitte ein Foto von diesem Brombeerschnapsrezept? Sehr gerne. Vielen Dank. Haben wir eine Meinung zu Pampagras? Nein, Pampasgras. Finde ich ganz hübsch, aber ich bin sowieso ein Fan von solchen Dingen, also... Okay, aber für 12,99 € für ein Blümchen? Also ich muss sagen, dass ich gerade feststelle, dass ich das Reiherfedergras noch hübscher finde. Ja, außerdem finde ich die Reiherfeder, wenn wir ja gerade schon in der Antike waren, mit der Erkenntnis der alten Römer, man reiche mir die Feder, noch viel lustiger. Bewegen wir uns da preislich? Beim Reiherfedergas, in diesem schönen Katalog gibt es Preise nur auf Anfrage. ich verstehe. Ja, Hendrian, du wolltest was sagen. Bin hier gerade über ein 8. Set Jungpflanzen-Tomaten-Raritäten gestolpert, wo ich sofort an dich denken musste. Ja. Werde dir ein Bild zukommen lassen. Große Tomaten oder so Cocktail-Dingses? Beides. Okay. Mhm. Große Cocktail-Tomaten in verschiedensten Farben und Formen. Ansonsten habe ich hier ein sehr hübsches Blätterstauden-Set. Insgesamt 7 Pflanzen. Und die sind so, also wirklich nur Blätter, die mit unterschiedlicher Brandung kommen. Für 24 € für 7 Pflanzen, das finde ich fair. Ja, dann sind wir hier bei Teichpflanzen, das ist, glaube ich, eher irrelevant. Aber das ist witzig, ich bin gerade auch über den Beitrag Mini-Teich Riesenspaß gestolpert. Hat man euch eigentlich auch immer als Kinder erzählt, ihr müsst total Angst vor... Seerosen haben. Ich durfte, nachdem wir die Blätter vom Fingerhut, also die Pflanzen hier, die Blüten abgerissen haben, mussten wir immer alle sofort Finger waschen gehen. Ja, okay, aber das hat ja wenigstens einen tieferen Sinn, sag ich mal.
Also, solltet ihr die Seerosen nicht essen oder aus irgendwelchen Aberglauben gründen? Nee, im Sinne von, wenn du im See schwimmen gehst, geh nicht in die Nähe von da, wo die Seerosen sind. Ey, dann kannst du dich da drin verheddern und dann ertrinkst du, war die Argumentation. Nein, das kenne ich nicht. Nein, wir durften nie mit den Booten durch die Seerosen fahren, weil dann gehen die Seerosen kaputt und die werden aber von Tieren gebraucht, weil das ist zu Hause und wir wollen ja auch nicht, dass irgendwer mit dem Auto durch unser Kinderzimmer fährt. Okay, ja. Also bei uns war die Argumentation wirklich von wegen, geh da nicht hin, weil dann verfängst du dich und dann ertrinkst du. Bei uns war es eher ein, gehst nicht an irgendwelche Seen, Punkt. Ja gut, das war bei uns, glaube ich, utopisch, das zu sagen, weil wir haben halt ja echt viele Steinbrüche, die alle geflutet sind. Ja, bei uns wäre das, Luftlinie wäre es gegangen, aber die Höhenmeter haben einen davon abgehalten, das nächste Gewässer aufzusuchen, bis man ein Auto hatte. Ja, das stimmt. Wusstet ihr, dass Ginkgo ein Nadelgehölz ist? Ginkgo? Der Ginkgo zählt zu den ältesten Pflanzen. Manche Wissenschaftler geben dem Fächerblattbaum eine Geschichte von 100 Millionen Jahren. Der deutsche Name Fächerblattbaum deutet auf das Phänomen hin, weshalb diese laubabwerfende Pflanze bei den Nadelgehölzen eingeordnet wird. Dieses Fächerblatt ist aus vielen einstigen Nadeln zusammengewachsen und überzeugt heute durch seine Zweiteilung, die oft symbolträchtig gedeutet wird. Ginkgo biloba ist weder ein Laub- noch ein Nadelbaum. Er bildet eine eigene Pflanzenfamilie fossiler Pflanzenarten. Was? Also ich weiß, dass Ginkgo echt alt ist. Das weiß ich, aber cool. Nee, habe ich nicht gewusst. Ich habe zwar keine Preise, aber unnützes Wissen. Ich bin gerade in der Sprossensektion gelandet. Und da wollte ich euch fragen, habt ihr denn eine Meinung zum Thema Microgreens? Also Sprossenkeimlinge. Ist mir meistens den Aufwand nicht wert. Ist lecker im Essen. Ich finde aber lustigerweise tatsächlich, je nachdem, was du machst, hast du wesentlich weniger Aufwand als... Also mehr Ertrag für weniger Aufwand als mit den echten Pflanzen. Ja, wo ich immer ein bisschen das Problem hatte, ist, dass du es halt relativ häufig spülen musst, zumindest die Sets, die ich hatte, damit sich ja kein Schimmel ansetzt. Und da hatte ich nie die Geduld für. Ich hätte hier die Kresse-Gärtchen-Bastel-Idee aus der ehemaligen Tetra-Verpackung, wo wir gerade bei Sprossen sind. Aber Kresse streut man doch bei den Kollegen, die in Urlaub sind, auf die Tastatur aus, oder nicht? Zum Beispiel. Aber ich bin ja zum Beispiel ein großer Fan von Daikon-Rettich. Okay. Als Sprossen, als Keimsprossen. Ja. Ich muss aber dazu sagen, ich habe das Zeug nie in diesen lustigen Keimgläsern gemacht. Mhm. Sondern ich habe das eben auch wie Kresse auf so ein Stück Küchenpapier quasi einfach nur ausgestreut. Und immer mit der Sprühflasche angesprüht. Ja. Und das muss ich sagen, die werden richtig ordentlich scharf. Also so Radieschen scharf halt. Aber halt für viel weniger Aufwand, wenn du gegenrechnest, wie lange so ein dummes Radieschen halt zum Wachsen braucht. Mhm. Also großer Fan von Rettichsprossen. Gute Sache. Ja, das ist nicht gut, dass wir diese Kataloge hier angucken. Nein. Bist du jetzt schon auf? Sagen wir so, ich schlug die erste Seite auf und sah Paradiesvogelblume. Verdammt. Blätterte ein bisschen weiter und sah schwarze Lilien. Ach Mist. Die schwarzen Lilien mir bitte schicken. Und daneben Kanna. Und da bin ich ja dann völlig, völlig dabei. Aber bei Kanna gar nicht so, aber bei Lilien ist es bei mir ganz schlimm. Die Frage ist halt wirklich bei so Sachen wie Lilien und Zeug. Also ich verstehe das jetzt so, als sind das hier fertige Pflanzen. Die verschicken hier, das ist die Doppelseite Blumenzwiebeln. Also wirst du Lilien dort auch als Zwiebel bekommen. Dann ist halt aber die Frage, wann du das dann quasi einpflanzen musst. Also da ist man die auf Met? Ich habe es jetzt nicht gelesen, wie das auf Met schmeckt. Warte mal. Wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen spät. Blüht von Juni bis August. Die ich jetzt gesehen hatte, die hatte ja geblüht von Mai bis, ich glaube, Oktober. Mhm.
Das wäre halt auch schon ganz schön knapp. Okay, ich muss irgendwann mal gucken. Ich hatte doch letztens hier so Reinklebeschnubbel. Maiglöckchen brauche ich nicht. Oh, Zimmerpflanzen. Ich bin gerade bei den Minigurken gelandet. Mexikanische Minigurke mit kleinen gelben Blüten. Sie produzieren süß-saure Früchte, die an kleine Melonen erinnern. Davon habe ich auf jeden Fall bestellt. Klingt witzig. Keine Ahnung, ob sie was werden, aber ich bin sehr gespannt. Was habt ihr eine Meinung zu bunten Möhren? Lecker. Naja, da die Möhre ja sowieso nur orange ist, um Werbung für das holländische Königshaus zu machen, ist jede andere Farbe auch relevant. All Möhren are beautiful. Korrekt. Also, meine Erfahrung ist, dass violette, lilane, was auch immer, Aprikotfarben, hier auberginefarbene Möhren durchaus bei der Zubereitung, also der Farbstoff, nicht so richtig hitzebeständig ist. Die kippen schon mal ins Schwarzoxidierende. Aber sowohl im Möhrchenstampf als auch im Backofengemüse großartig. Und schmecken die aber alle gleich oder schmeckt jede Farbe anders? Also sie schmecken schon alle nach Möhre. Ich finde da gewisse Analogien zu alten farbigen Tomatensorten. Die schmecken auch irgendwie alle nach Tomate, aber auch irgendwie für sich. Also, boah. Ja, Salat, Knoblauch, Gras, Kräuter, Gedöns, das ist alles hier irrelevant, würde ich sagen. Anzuchttöpfe und den ganzen Blödsinn halte ich für überbewertet, persönlich. Ja. Wie macht ihr das? Weil ich mache es immer gleich im Eier, in der Eierschale. Okay, das geht auch. Ich habe es mal eine Zeit lang probiert, das hatte ich, glaube ich, von dir bekommen, diese kleinen Presslinge, die quasi schon so als Blumentopfform aufgehen, wenn du sie einlegst. Das hat ganz gut funktioniert. Und ansonsten einfach Anzuchterde und ja, sowas wie Fruchtzwerge, Becherchen und sowas. Team Eierkarton. Hier sind rote Kartoffeln. Also innen drin rote Kartoffeln. Okay. Das ist wieder so Kategorie von, das ist falsch. Naja, es kommt ein bisschen auf die Sorte an. Gut, aber es ist falsch. Da ja die Kartoffel, wie wir sie kennen, ja nur einen winzigen Ausschnitt der Vielfalt der Kartoffeln, wie sie eigentlich im Ursprung verdingst wurde, darstellt. Hey, warum nicht? Das ist aber, glaube ich, dasselbe Problem, was ich auch mit Süßkartoffeln habe. Sieht anders aus, hat andere. Jetzt, es lebt im Dunkeln, sieht anders aus. Ja, es macht halt keinen Sinn, das Zeug, das unter der Erde wächst, eine bestimmte Farbe hat. Also eine andere Farbe als ein unauffälliges Bodenbeige. Sie verstehen? Was ist mit Maulwürfen? Die sind blind, das ist der Sinn eines Maulwurfs. Ja, aber die sind auch nicht unauffällig blass, sondern schön glitzern schwarz. Warte, warum habt ihr glitzernde Maulwürfe? Die haben ein schön glänzendes Fell. Ja, okay, aber die sind ja im Zweifel wirklich in der Erde, also in der ausgeworfenen, frischen Erde. Sind Maulwürfe Vampire? Weil wenn sie ans Sonnenlicht kommen, fangen sie an zu glitzern. Ich habe die da kaputt gemacht. Vampir-Maulwürfe. Stell dir vor, du bist so ein Gärtner und willst umgraben und zack. Ja, genau. Ich muss aber halt auch dazu sagen, das Konzept Maulwurf kenne ich halt nur, wenn die Katze wieder einen toten Baby-Maulwurf bringt. Okay. Weil an sich sind die hier kein Problem. Edergras. Frage zu Topinambur. Will man das haben? Ist das sinnvoll? Noch nie konsumiert. Okay. Ich glaube, Jonas würde jetzt ihm sagen, das ist bestimmt voll gut, aber... Ich wollte es unbedingt mal anbauen, weil das unglaublich robust ist, das Zeug. Und du das quasi, du kennst diese Mauern aus so runden, halbrunden, ich will nicht sagen Kanalrohrsteinen, aber ne, was auch so runde, innenhohle Steine, die man gern zu so Mäuerchen, Hangbefestigungen aufschüttet. Und da drin kannst du wunderbar Topinambur anbauen, weil das braucht nicht viel. Cool. Insofern eignet sich das wirklich für so platzsparendes Anbauen. Hat relativ hohen Nährwert für das, was es ist. In der verschwundenen
Episode vom Staatsfunk Balkonistan über Selbstversorgung habe ich mir das mal genauer angeschaut und fand das ganz geil. Okay. Zumindest in der Theorie, in der Praxis, wie gesagt, keine Erfahrung. Okay. Der Katalog hier will übrigens für drei Pflanzen Federgras 12 Euro. Ja, dann tippe ich drauf, dass in Annes Katalog noch eine Null hinten dran kommt. Genau. Wobei, also nur auf Anfrage. Mit dem Federkreuz und dem Pampaskreuz ungefähr auf demselben Level preislich. Ich habe eben hier Tiergras Roter Baron gesehen. Das sah auch sehr schön aus. Es hatte halt oben so richtig Bordeaux-rote. Das heißt nicht Schwengel. Wie heißt das denn beim Gras? Puschel. Okay. Puschel. Nennen wir es einfach Puschel. Ich habe hier gerade eine Zierdahlie, die so groß ist wie mein Kopf. Finde ich ein bisschen beeindruckend. Ja. Ich finde, wo wir bei den Gräsern sind, die Morgensternsäge super und sie sieht wirklich aus wie kleine wachsende Morgensterne. Okay. Blütenstand morgensternartig, 50 cm Juli bis August, Blatthorste 25 cm, großartig. Ja, mit Rosen fange ich nichts an. Ich hätte hier eine Kanaluze vor. Ich bin Fan. Also vom Namen her zumindest. Ich hätte einen Blauschwingel und frage mich, ob das im ICD-10 steht. Es muss da drin stehen. Eine Süßkirsche auf dem Ministämmchen. Mit dem schönen Label dran, selbstbefruchtende Neuheit. Dazu hätte ich passend die Rutenhirse. Perfekt. Aha. Ich fotografiere dir hier einfach mal die ganze Lilienseite, ja? Oh, die gefällt mir. Die ist schön klein, die kann man mit normalen Kanners in einen Kübel setzen und... Hach, hach, hach. Ja, sehr gerne. Ein Duo-Kiwi-Turm. Das ist witzig. Ich bin gerade darüber gestolpert, dass Kiwi bei den Kletterpflanzen eingeordnet ist. Ja, normal. Also ich mit euch Kiwi lernt man so viel. Ich kenne Kiwi bislang nur als Kletterpflanze. Wuchshöhe bis 6 Meter. Okay, das ist sportlich. Und so Spalierding siehst. Aber werden die überhaupt bei uns, also so klimamäßig? Ja. Und die werden dann auch süß und essbar? Wo steht es hier? Kiwi. Bei der Pflanzung beachten. Die Kiwi-Pflanze spendet nicht nur eine gesunde Frucht, sie sieht dazu auch noch hervorragend dekorativ aus und ist sehr spannend. Okay. Ein guter Standort für Kiwi-Pflanzen sind ihrer Herkunft entsprechend warme Lagen, gerne an Pergola oder an Ranggerüsten, an einer nach Süden oder Südwesten ausgerichteten Hauswand. Genau, dann kommt noch was zur Vermehrung, aber das nicht jugendfrei und sie benötigen viel Wasser. Ich schick mal was in den... Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich behaupte mal... Pflanzen sollten nicht so aussehen, wenn sie essbar sind. Selbst mir widerstrebt es da. Wo schmeiße ich denn das rein? Ruhig in den Chat oder in den... Ja, am besten in den Chat. Schwupps, das müsste jetzt geklappt haben. Ich schaue übrigens gerade das Wort Glanzmispel gelernt. Ach, diese lustigen Ananas-Erdbeeren. Ja. Ja, ich habe mich auch nie herangetraut. Ja, ich gebe dir recht, es ist falsch. Es sieht einfach nicht so aus, als möchte man das. Das Lustige ist, die lösen sofort meine Trypophobie aus. Ja, glaube ich. Was zum Heck? Pavia-Limette? Ja, die habe ich damals auch schon gesehen. Die ist super, ich will die unbedingt haben. Hast du es mal ausprobiert, oder? Nee, ich schleiche seit Jahren drumrum. Also die haben die bestimmt seit 10 Jahren in diesem Katalog, aber ich habe sie noch nie gekauft. Aber ich kann mir das vorstellen, dass die geil ist. Okay. Stachelbeeren ohne Stacheln. Und eine ganz andere Frage. Wer denkt sich denn bitte die Namen für solche Pflanzen aus? Was ist es denn diesmal? Balkonpetunie Fiona Flash. Ich finde, Fiona Flash klingt wie ein deutsches Pornomodel. Yep. Zauberglöckchen Petunie Hot Petticoat. Okay. Oh, Petunien. Ganz viele hübsche Petunien. Ja. Ich bin auch am Überlegen, ob ich einfach die Balkonkästen wieder mit Petunien zutackern soll.
Weil die gedeihen einfach super bei der Lage hier. Ja. Und es gibt halt echt abgefahrene Sorten. Ja, also ich hatte jetzt gerade diese Night Sky Petunien. Es ist lustig, weil ich just in dem Moment über die gleichen gestolpert bin. Und die hatte ich letztes oder vorletztes Jahr. Die sind echt hübsch. Also gerade diese dunkel-lilanen mit den weißen Tupfen. Ja, genau. Absolut geil. Ja, bloß, wie gesagt, ich finde das ja grundsätzlich gut. Aber das Problem an der Sache ist halt einfach, das ist halt nutzloses Zeug, das Platz wegnimmt. Es ist nicht nutzlos, wenn es dich glücklich macht. Ja, aber Essen macht mich mehr glücklich. Wenig gegen sagen. Ich habe da gerade ein Puderquastenstämmchen. Ja, über sowas bin ich auch eben gestolpert. Hat mich auch fasziniert. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht lustig aus. Ja, rosane Zwergbanane. Hallöchen. Oh, ja, ganz viele Erdmännchen-Solarlampen. Ich mag Erdmännchen. Erdmännchen sind super. Was zur Hölle? Okay, hat jemand auf die Uhr geguckt, seit wann die Aufnahme läuft? Seit ungefähr 30 Minuten und wir hatten das erste richtige Wortefuck. Okay. Ich bin gleich. Kreuzung aus Kirsche und Aprikose? Was zum Teufel? Der Topseller. Ich bin wahrscheinlich nicht die Zielgruppe. Ja, und ich bin mir sehr sicher, ich habe Angst vor der Zielgruppe. Naja, ich würde drauf tippen, die Zielgruppe ist die gleiche, die sich auch Gartenzwerge in den Garten stellt. Ja, aber das ist wesentlich gruseliger als ein Gartenzwerg. Nee, nicht eine, so eine Armee aus Gartenzwergen. Das hier, was ich jetzt gleich in den Chat schmeiße, muss ich ja leider gestehen, finde ich geil. Und wenn ich 3000 Euro übrig hätte, würde ich es mir auch kaufen. Aber so eine eigene Burgruine im Garten finde ich schon irgendwie cool. Witzig. Das sind diese Betongärten, von denen immer alle sprechen, oder? Aber dann musst du das auch umlackieren, das Teil. In weiß, ich weiß ja nicht. Dann bin ich jetzt gerade bei den Bären gelandet. Und Wetten werden angenommen. Übrigens, meine lustige Nicht-Brombeere, der, wie heißt sie? Was habe ich gesagt, wie sie heißt? Oh Gott, ja. Thai-Bäre. Eine lustige Thai-Bäre treibt übrigens aus. Okay. Also sie hat den Winter überlebt, eindeutig. Ich bin sehr gespannt. So, jetzt gucken wir gerade mal. Ach, guck mal an. Bei dir ist dieser Puderquastenbaum 5 Euro teurer als bei mir. Aber immer noch ist beides immer noch teurer als das Lavendelstämmchen. Um den Bogen zum Anfang wieder zu schlagen. Das Problem hier ist ja, dass ich irgendwann dachte, komm, Lavendel könnte auf unserem Südbalkon eventuell eine Überlebenschance haben. Spoiler-Alarm hat er nicht. Also die erste Pflanze, die hier war, die ersten beiden Pflanzen, die jetzt mehr als eine Saison überlebt haben, sind der sündhaft teure, riesige Oleander und die noch größere und ältere Olive. Und selbst denen ist es letzten Sommer zwischendurch echt warm geworden. Ja, glaube ich sofort. Ich habe ja hier auch Südbalkon. Und das war halt mit ein Grund, warum ich gesagt habe, die Petunien nehme ich wieder, weil die überleben das. Ja, haben wir eine Meinung zu Bananenstauden? Ja, bitte, fang an. Super Küchenaccessoire. Können wirklich hübsch aussehen, wenn man den Platz dafür hat. Das wollte ich gerade fragen. Die werden doch riesig, oder? Ja, also die werden auch wieder ordentlich zurückgeschnitten, aber die wachsen echt ordentlich. Und die sehen halt, weil die Blätter bei den hiesigen Windverhältnissen und der Tatsache, dass die Abendpflanzen meist alleine stehen, doll einreißen, auch schnell echt ranzig aus. Okay. So ein bisschen usselig. Wenn man so ein schönes Bananenblatt hat, ist es aber großartig, wenn man im Sommer grillen oder kochen möchte. Also toll anwendbar. Zwiegespalten. Und kommen da auch irgendwann mal echte Bananen bei raus? Der Nachbar der Freundin hatte, also damals unten in Franken, hatte in seinem Garten die einfach fest eingepflanzt. Weil da wird es auch nicht mehr so kalt dank Klima.
Und die waren schon ziemlich ausgewachsen. Die hatten so knapp 3 Meter Höhe. Ja. Da hingen im letzten Sommer, als ich noch da war, grüne Bananen dran, ja. Was? Ja. Also auch in ausgepflanzter Form im Vorgarten bei der Familie vom Patenkind und auch da banant ist zwischendurch. Keine industriellen Mengen, aber durchaus ein, zwei so, wie nennt man das denn, Rispen? Ich glaube Rispe, ja. Ihr wisst, was ich meine. Sträußchen. Ich hätte hier eine Birnenmelonenpflanze. Bin ich auch eben drüber gestolpert. Eine Mischung aus Birne und Honigmelone. Ja, für mich schon mal zum Abgewöhnen. Ja, für mich auch, aber das Konzept ist trotzdem spannend. Wo wir gerade bei Stauden und essbar waren, wie steht ihr zu Lupinen? Als Pflanze oder als Lebensmittel? Sowohl als auch. Als Lebensmittel noch nicht probiert, als Pflanze, ja, ganz hübsch. Habe ich, glaube ich, beides noch nie in irgendeiner Form nutzt, oder? Ja, also ich esse Lupine und Lupinenprodukte gerne und ich finde, Lupinen sehen einfach wunderschön aus, wenn sie blühen, und es ist so wirklich Sommer in Schweden. Also das ist ja so eine Straßenrand-Unkrautpflanze im hohen Norden. Ja, Kindheitserinnerung. Wir hatten das immer auf den Brachflächen ausgesät halt. Daher ein kleines bisschen Beigeschmack hat es für mich immer. Es riecht immer nach Arbeit. Aber hübsch ist es, ja. Ich bin jetzt in der eigentlich wichtigen Sektion gelandet. Nämlich Tomaten und Ähnliches. Und da habe ich auch zugeschlagen bei der Vorbestellung. Ich habe nämlich einmal eine Salattomate Kakao veredelt gekauft. Das ist quasi so eine mittelgroße Tomate, die so leicht schokoladenbraun ist. Mhm. Wir hatten ja letztes Jahr schon von dieser Sorte welche. Und die war auch sehr, sehr ertragreich und auch sehr lecker. Und da bin ich mal gespannt, wie die etwas größere Variante so funktionieren wird. Dann haben wir Mini-Auberginen. Ab 3 Stück zu je 3,99 Euro. Die habe ich auch vorbestellt. Ich hasse Auberginen. Aber ich dachte mir, ein Jonas wird sich freuen. In jeder Darreichungsform? Ja, ziemlich. Okay. Ja, dann habe ich noch eine mexikanische Mini-Gurke dazu gekauft. Man darf gespannt sein. Sie haben das Ende der Episode erreicht. Teil 2 hören Sie demnächst auf diesem Kanal. Bis dahin, tschüss!